Portal Wush ist beste Übersetzung für Hörgeschädigte. Minecraft für Game of the Year. Ja, ne? Ich liebe einfach diese hörgeschädigten Dinger da rechts. Das ist großartig. Jetzt muss ich erstmal wieder Chins Turm finden. Nimm dir Wolle mit. 800. Ach, ich brauche doch keine Koordinaten. Ich bitte euch. Nimm dir ein Bett mit. Aus. Du kennst dich aus. Okay, ja, dann brauche ich dir ja nicht mehr helfen. Snoop has been shot by his skeleton. Das sind Seeranken, Lailin. Also so Pflanzen. Du hast doch fast so schöne Brüste wie ich, Schatti. Ich meine, wir haben uns noch nicht im echten Leben gesehen. Also ich weiß nicht, ob jetzt deine genauso hübsch sind wie meine, aber ich weiß nicht, ob du das Kompliment für dich selbst machen solltest. Ne? Eigenlob stinkt. Also mir wurde ja heute gesagt, dass ich anscheinend ziemlich hot bin, von daher. Ja, die Fische kann man fangen. Pamplas ignoriert das halt komplett. Ja, die Fische kann man... Professioneller Streamer hier. Ich weiß nicht, wer die... Ich gehe auf meinen Chat ein, hallo. Ich weiß nicht, wer diese anderen Pappenheimer sind, mit denen ich hier bin, aber ich bin hier professionell. Vielleicht wollte er auch nicht zugeben, dass ich hot bin. Ich weiß es ja nicht. Nein. Hast mich ein bisschen an Hideo Kojima erinnert auf dem Bild übrigens. Das sagt jeder. Du bist jetzt schon der Dritte, der mir sagt, dass ich aussehe wie der Sohn von Hideo Kojima. Und Hideo Kojima ist echt hot. Also da kannst du mir sagen, was du willst. Der Mann ist sehr attraktiv. Das Lustige ist, meine Twitter-Bio ist eine Parodie auf seine Twitter-Bio. In seiner Twitter-Bio steht Game Creator, 70% of my body is made of movies. Und bei mir steht halt Digital Illustrator, 80% of my body is made of Hentai. Nun... Okay, der Baum ist jetzt nicht so ganz gewachsen, wie ich das wollte. Nun. Ist er schräg geworden, oder was? Ist er rund? Was? Er hat weniger Blätter, als ich erwartet hätte. Ich finde meine Insel nicht. Wen meinst du jetzt, Leilin? Hideo Kojima oder mich? Beide. Minecraft, hi Black Wag. Ich ignoriere euch einfach so. Okay. Ich spiele für mich alleine. Da können wir mit leben. Snoop has been shot by Skeleton. Ich finde meine Insel nicht. Deine Insel? Ich wohne hier. Deine habe ich schon gefunden. Achso, ungefähr okay. Wie die USA. Ich finde meine Insel nicht mehr, das ist Japan. Du musst doch nur einfach von meiner Insel aus... eine Richtung laufen, das ist doch nicht schwer. Anscheinend ja doch. Ich habe vergessen, welche Richtung das war. Weiß nicht mal, wie ich heiße. Mashirojin. So heiße ich auf Twitter und dort findest du das sexy Bild, von dem gerade geredet wird. Hi. Ich wusste aber nicht, dass es sehr sexy, dass es so angeht. Und in meiner privaten Dropbox, da findest du es auch. Was? 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 Soll ich dir noch die farbige Version schicken? Aber wer benutzt denn bitte noch Dropbox? Hallo? Ich? Was soll ich denn sonst benutzen? OneDrive? Pff. OneDrive, Schmondrive, sage ich immer. Aber jeder Informatiker hat doch Word. Also hat man doch auch automatisch 1 TB OneDrive. Ich habe kein Word. Das ist traurig. Womit schreibst du deine Publikation, bitte? Open Office. Oh. Ich habe kein Geld für Word. Für was hältst du mich, Bill Gates? Du hast dir einen Minecraft-Server für ein Jahr voraus gekauft. Das hat 30 Euro gekostet. Kein Wunder, dass der so scheiße läuft. So, jetzt bin ich wieder hier bei deinem Tour. Läuft besser als mein Studium. Sagen wir es mal so. Das ist traurig, denn dein Studium kostet wahrscheinlich weit mehr als... Als der Server. Du läufst gerade in die verkehrte Richtung. Was? Ich laufe um deinen Turm rum, das kann gar nicht verkehrt sein. Doch, du bist jetzt läufst du in die richtige Richtung. Da lang? Ja, einfach geradeaus. Ja, das krieg ich hin. Soll ich dir noch einen Pfeil bauen? Ich bin wie Zorro aus One Piece. Oh Gott. Nur weniger episch. Die Stille einfach, die darauf gefolgt ist. Uff.
Ja, liebe Leute, das war's für heute. hat wieder mächtig Spaß gemacht. Nächsten Freitag kein Stream. da habe ich voll wichtige Sachen zu tun. Rasenmähen. Im Winter. und ja, hier, ja. Steuererklärung muss auch mal gemacht werden. Du arbeitest doch bei einer Firma, die macht doch deine Steuern. Ich habe ganz Wichtiges vor: Schneemähen, Rasen schieben. Was? Was? Hast du einen Garten? Also, nee. Ich würde wünschen, dass ich keinen hätte, um den ich mich kümmern muss. Okay, ja, dann haben wir das gleiche Schicksal. Ich habe auch einen, den ich nicht haben will. Ist halt einfach so, oh, Sommer, Rasenmähen. Ja, vor allen Dingen, wenn 30 Grad sind und du 8-mal den Rasen mähen musst, weil er so schnell aus irgendeinem Grund 50-mal schneller wächst als sonst. Weniger Drogen im Gras verstecken. Nun. Pappnase muss sich auch noch sonnen. Ja, natürlich. Hallo? Warum kriege ich jetzt keine Setzlinge aus diesem dämlichen... Oh, ich fühle mich belastet. Vielleicht solltest du dich mal hinsetzen. Ha? Ja, ich gehe dann mal. Ne? Darauf kommt er gerade nicht klar. Gott. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung. Nicht leid, in keinster Weise. Komm, so gut war der jetzt auch nicht. Alter. Die Lache ist halt auch perfekt. Ja, absolut. Du musst atmen wie eine Schwangere. Ich weiß leider nicht, wie das geht. Tod durch Lachen. Stadtbord was killed by the author. Gab es da nicht auch irgendwann mal einen griechischen Typen, der dadurch erstickt ist, dass er so heftig über einen seiner eigenen Witze gelacht hat? Habe ich jetzt nichts von gehört, aber ich kann es mir gut vorstellen. Shit. Ich brauche ein Skelett. Skeletti. Skelly, Jack Skellington, das sind Schafe. Ich dachte, das wäre gerade Pappnase, der gestorben wäre oder so. Ich komme nicht an meine Items ran. Ach nö, ne? Ich weiß noch immer nicht, woraus ich den Boden hier machen möchte. Dreck. Das wird so schief gehen, was ich vorhab. Moment, ich krieg das hin. Das wird so, oh, da freue ich mich schon drauf. Achso, ich habe den Boden hier schon gemacht. Upsi. Moment. I've got this. Na, woran stirbst du diesmal? Wieso sind das so viele, die wir 31 Minuten anhalten? Das habe ich als Kind häufig gemacht. Sind da so viele Zombies, weil Pappnase gequengelt hat und ich gesagt habe, okay, Zombies go. Oh Gott. Ich könnte das eigentlich alles mit weißer Wolle machen, ne? Weil das schaut ein bisschen schäbig aus, finde ich. Nein, das ist ein Creeper. Nein. Warum? Bleib weg. Nein. No. Man hat aber gehört, wie ihm das wehtat, ne? Ja, das ging tief in die Knochen. Ich finde es immer noch gut, er ist ja nur unterwegs, weil er Steine sammeln will. Sollen wir die Monster wieder ausmachen, mein Freund? Oh, weißt du, was das Schlimme ist? Du hast Diamanten. Ich habe mein Bett mitgenommen. Du hast es nicht. Oh. Nun. Ohne hübsche Windmühle. Also wir könnten dich jetzt teleportieren. Wir können es aber auch lassen.
Teleportieren ist was für Anfänger. Ich muss ja nicht weit laufen. 4000 Blöcke, ich krieg das hin. Moin, Cake. Okay. Das geht ab. Es wird übrigens bald dunkel, ne? Nur so als kleiner Hinweis. Ja, das sind jetzt echt Details. Ich wollte gerade Times the Day machen, nur um dir zu helfen, aber dann habe ich mir gedacht, nee. Wo ist mein Eimer? So, Guys, 4000 Blöcke. Und was macht ihr so? Ich denke noch immer darüber nach, woraus ich den Boden machen soll hier. Ich finde meinen Eimer nicht. Aber ist voll im Eimer. Ich glaube, ich mache das einfach Spruce Wood. Ne, Repet von Users. Wo ist mein Eimer? Eimer! Hör ich da mehr als zwei Stimmen, wie verwirrt. Genau, du hörst einmal Pappnase, sag mal hallo. Pappnase? Pappnase, das war dein Einsatz, du musst das sagen. Ich glaube, Pappnase möchte nicht mehr. Alles okay bei dir? Der Rebell. Ich habe gerade wirklich Sorge, dass er ein bisschen zu viel hat gerade. Man hört ihn noch spielen, so. Also ich höre zumindest noch, wie er mit der Maus ein bisschen arbeitet. Gut, Mashiro, dein Einsatz. Hallo. Oh Gott, wirklich? Kommt. Uff. Das war dein Geniestreich. Wow. Exakt. Immerhin weiß ich, dass du noch gute Laune hast. Das ist gerade für wichtig. Naja, es war einfach so. Obwohl du gerade noch ein Tod und der Rage Quit ist da. Och nö, nicht schon wieder. Also ich will ja nichts sagen, aber es ist halt auch irgendwie komisch, wenn man salty ist, wenn man von Monstern getötet wird, die man sich selber gewünscht hat. Ja, das Problem ist, ich bin halt gerade in eine blöde Höhle reingekommen. Ich habe noch nie so viele Gegner in Minecraft gesehen. Ja, Layla hat auch gesagt so, Mensch, das sind aber viele. Ja, also ohne Scheiß, ich habe noch nie so viele Monster in einer Höhle gesehen. Ich dachte mal, also, dass ein Spawn-Limit herrscht. Solange dir nicht das Dumme passiert, was mir mal passiert ist, ich bin mal auf einem Minecraft-Server, bin ich mal durch die Gegend gelaufen, einfach nur um mich umzugucken. Und da war da so eine Mine und da stand drauf Danger. Und ich das war im Stream, ich habe gerade die Aufnahme nicht mehr, weil das ewig her ist. Und dann lese ich das Schild, Danger, geh rein und rechts von mir steht ein Creeper, explodiert, ich bin tot. Das war... Ja, ne, Warnungslabel lesen. Oh, ich habe einen Screenshot gemacht. Ups. Oder habe ich Zwillinge confirmed? Oder habe ich einen Unterschied gehört? Dabei empfinde ich eure Stimme nicht mal als so ähnlich. Ist sie auch nicht. Ist absolut nicht. Ja, wir sind voll einzigartig. Wann? Tschö. Sure. Mann, ey. Kraftbefehl, Ro. Sushi oder Burger? Burger. Sushi. Wir sind doch gleich. Verdammt! Einer von euch! Wie lange wollt ihr heute machen? Das ist eine gute Frage. Bis wir müde sind. Ich glaube noch ein weiterer Ton von der lieben Nase und dann ist das für heute der Stream gewesen. Ich hab schon wieder vergessen. Jetzt habe ich meinen Eimer, jetzt weiß ich. Ja, das wollte ich machen. Meine Herren. Na, aber findest du bist ein bisschen laut. Warum denn? Mach Overlay Visible, damit wir sehen, wer wann redet. Nee. Ich habe halt wirklich keinen Bock aufs Overlay. Ich hasse das fucking Discord-Overlay. Das kann sich deinstallieren gehen. Gleich zu den anderen bin ich laut. Oh, bei mir ist gerade eine Bombe hochgegangen. Aber vorhin habe ich gefragt, ob der Sound okay ist. Da haben alle gesagt, ist okay. Ja, warte nu. Der ist auch okay. Ich habe zwar nicht nachgeguckt, aber der ist okay. Also ich vertraue gerade aus in meinem Chat darauf, dass alles okay ist bei mir. Wenn ich angelogen werde, bin ich traurig. Wer mich anlügt, wenn man nachfragt. Zeit, mein Mod. Und dann alle was Unterschiedliches sagen. Ist okay? Ja, nee, noch ein bisschen lauter. Klasse. Darum vertraut man eigentlich auch Chat nicht. Ja, die Musik müsste noch ein bisschen leiser. Okay, ja, aber du müsstest auch ein bisschen leiser, hä?
Ja, ich verstehe es halt nicht, weil ich habe vorhin eine Testaufnahme gemacht und da war alles okay. Und ich habe nichts geändert. So. Mach mal deine Stimme weg, ey. Du bist voll kacke. Da muss Keck jetzt gehen, weil sie das so verwirrt. Oder du lernst es einfach. Das kann doch nicht angehen. Ich klinge doch nicht wie Pappnase. Das ist... Ja, ist vollkommen korrekt. Ich habe eine schöne, weiche Stimme und du halt eine andere. Bei Pappnase haben sie einen unfairen Vorteil. Sie sehen, wenn er redet und deshalb können sie... Was ist das? Ist das... Was bist du? Bist du ein Zombie? Was bist du? Es gibt Ertrunkene. Das ist sowas ähnliches wie ein Zombie. Es ist ein Zombie-Pigman! Achso. Du Sau, verschwinde runter von meinem Dachboden hier! Raus aus meinem Dachboden! Ja. Raus aus meiner Küche! Also kommt er hier einfach auf mein... Raus aus meiner Tochter! Ja. Oh, Jesus. Alle bitte den Trigger auf 100% machen. Also hier dröhnt es ein wenig und wenn ich gesamtleise mache, verstehe ich die anderen beiden so schlecht. Uff, uff, uff. Wie soll ich es denn lernen? Da hieß es einmal, das ist Pappnase, das ist Mashiro. Zweimal gleiche Stimme. Ja, ist halt eine Hard Mode. So, ich bin jetzt einfach ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. So. Keck, du weißt doch, dass bei mir nicht easy ist. Ich bin ja auch nicht easy. Warum regnet das eigentlich schon wieder? Ja. Hat was kann dein Server eigentlich? Gemacht? Ich habe keinen Regen angemacht, nein. Das ist alles natürlicher Regen. Bestimmt hat er eine Regenmaschine. Wie China, ey. Uff. So, okay. Ich bin jetzt gleich bei Block 1000, also noch 3000 Blöcke. Du bist jetzt erst bei Block 1, was? Ja, ich schwimme die ganze Zeit. Oh. Und hab keine Ausdauer mehr. Hallo. Oh, Honey. Wenn wir mit meiner Freundin telefonieren. Uff. Okay. Tschüss, Kai. Reib mir noch Salz in die Wunde. Ich sehe es schon. Einmal da oben. Warum hast du dir kein Boot gebaut? Moin, Flo. Ich habe keine Ressourcen. Meine Ressourcen sind da, wo ich gestorben bin. Du da stehen doch bestimmt irgendwo Bäume. Ja, das ist Kleinigkeiten. Details. Die Kunden heute waren doof genug, hab keinen Nerv für Hard Mode. Dafür bin ich ja hier, ich bin döver als Kunden. Ach, was habt ihr alle eigentlich immer wegen Regen im Spiel? Heute hat es eher geregnet, das war feuchter beim Spiel. Ich habe keine Ahnung, was sie haben. Also bei mir schneit es halt und ich find's angenehm so. Ich mag Schnee in Minecraft. Ich habe den Sound vom Regen ausgestellt und die Grafik vom Regen, also ich sehe den Regen nicht mal. Das ist sehr smart. CD Place, ja. Wisst ihr Bescheid? Flo ist kein Sub. Achso, stimmt, Flo ist kein Sub, sehe ich gerade. Hey. Hab dich gar nicht gesehen, weil ich dich für Flausch hielt. Rhymesub ist erst im Januar wieder ab, okay. Ich verstehe immer noch auf meinen Vorschlag, dass jeder, der redet, seinen Namen vorher sagen muss, okay. Hallöchen, Popöchen, ich bin's, euer Gronkh. Hey zusammen. Nein. Hallo, hallo, hallo. Der Emiro hier. Und willkommen zur 51. Körperklaus-Parade hier auf YouTube. Heute stecke ich mir wieder einen... Es ist noch nicht 22 Uhr in den Hintern. Das ist verkehrt mit euch. Hast du übrigens versucht, GLP zu machen? Nein, Alexi Bexi. Aber so, ich bin heute ein bisschen heiser, deswegen kann ich das leider nicht. Hat GLP nicht auch irgendwo mit dem May angefangen? Ja, der hat das mal von Alexi Bexi einfach parodiert und dann haben jeder gesagt, ja, er sagt das öfter und jetzt sagt das immer. Uff. Rip Alexi Bexi. Dabei ist der Alexi Bexi mehr sympathischer als German Let's Play. Oh, Schatz feiert. Kann ich ja sagen. Ja, ja. Ich setze $10, dass ich gleich tot bin. Okay. Aber wir können ja nicht. Wenn wir dagegen setzen, ist es ja quasi voll geschummelt von dir. Wieso denn? Du kannst dich jetzt einfach irgendwo runterstürzen und dann kriegst du das Geld.
Dafür habe ich eine Donation gemacht, hast du? Tapnase sollte jedes Mal so viel lächeln wie heute, sonst guckt er mir so grumpy. Stimmt, hat er. Entschuldigung. Flo. Weiß nicht, also es liegt halt, glaube ich, an Mashiro, dass er heute so viel lächelt. Was? Ist das jetzt eine indirekte Liebeserklärung, oder? Eli. Ich habe schon wieder eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Was ist denn heute los? Komplett hart ignoriert. Uff. Ich bin jetzt bei Block 1400. Willst du mich verarschen? War das eine indirekte Liebeserklärung? Ich bin jetzt beim Block 1400. Übrigens, moin, looks like Luke. Was geht ab? Ja, letzten Stream. Ja, Entschuldigung, ich bin heute kaputt. Hast du nochmal Stellaris dir gerade angeschaut? Übrigens, by the way. Oder hast du jetzt für heute erstmal Schluss gemacht mit dem Spiel? Und was hältst du von dem Spiel? Weil, also, du warst ja so ein bisschen überwältigt davon. Upsi. Nachvollziehbarerweise, das Spiel ist nicht unbedingt easy zum Reinkommen. dementsprechend bin ich über deine Meinung, an deine Meinung interessiert. Remember me money. Okay, Entschuldigung. Ich wollte doch nur buddeln. Wie gesagt, du hättest von Anfang an einfach in meine Mine reingehen können. Da ist alles. Schmiene, Mine. Soll ich die Monster vielleicht wieder ausstellen für dich? Nein. Okay. Hab ich hier noch da ist er wenigstens ehrgeizig. Ehre, wem Ehre gebührt und so. Ich sehe das sowieso kommen. Nachher, wenn ich vom Server runtergehe und morgen früh, wenn ich wieder aufschieße, die Monster aus. Ja, sind sie auch. Soll ich dir sagen, warum? Weil du sie nur noch anmachst, wenn ihr beide zusammen streamt. Nein, weil der Server automatisch mit Standardeinstellung restartet und Standardeinstellung ist peaceful. Ah, okay, alles klar. Ich habe quasi um 4 Uhr morgens einen Server Restart angesetzt. Hi, Mütarin, das geht nichts. Hallo, X Mühe. Moin, Mütarinel. Das, was da steht. Richtig ausgesprochen. Wir kriegen es immer noch nicht hin. Kannst du dich nicht einfach in Myrtana umbenennen? Das wäre viel einfacher. Was treibt ihr so? Also. Ich will jetzt keinen bösen Kommentar hören. Oh, okay. Was ich so treibe. Ich baue einen Turm. So. Ich baue ein Haus. Also er ist ja in deinem Stream, er sieht ja, was du machst. Aber kann es wahrscheinlich nicht nachvollziehen. Ich bin dann echt mal weg, mein Hirn kommt nicht auf so viele Stimmen klar. Nun denn, danke, dass du trotzdem reingeschaut hast, Keck. Ich wünsche dir noch eine angenehme Nacht und ruh dich ruhig ein bisschen aus. Tschüss. Tschüss. Ich guck mir die Landschaft an, so. Ich hatte auch den easy to learn, ich weiß nicht, ob das unbedingt easy to learn war, der Start, aber okay. Mir gefällt das Spiel insgesamt, können wir gerne öfter spielen, vielleicht mit einem leichteren Start. Ja. Das Ding ist, der ist leider immer so ein bisschen random. Ich meine, ich wurde in Stellaris auch schon einmal komplett über den Haufen gedingenst von bösen Omen und so, ne? Gedingenst. Ja, da hatte ich hier diesen Wolf, den Grimm. Da hatte ich meine Tasse und dann habe ich Stellaris gespielt. Das war ein großer Fehler gewesen von mir. Ich habe mal betrunken. Anscheinend bist du noch immer betrunken. Ja, ich habe mal betrunken Minecraft gespielt. Und dann Field of View auf Maximum. Ein Traum. Ich glaube, da wollte jemand austesten, wie sehr oder wie viel sein Magen aushält. Ich hatte noch nie einen Kater. Reicht das als austesten? Ich hatte auch noch nie einen Kater, aber ich hatte eine Katze mal. Die hieß Hatma. Ja. Und was hat Mahatma kurz? Die anderen aus ihrem Wurf hießen Ma und Gandhi. Also Mahatma Gandhi. Was? Wow. Also, ne, als ich ein junger Bub war, noch in Schleswig-Holstein. Damals, 1873, ich und Napoleon hatten eine Band. Hatte meine Familie eine Bauernkatze, ne? Mamamu, weil Kinder sind Kacke im Namen geben. Sie war halt hier eine weiße mit schwarzen Flecken. So. Und die ist dann halt schwanger.
Ja, die ist immer mal wieder schwanger geworden und dann... Ach so, das machen Katzen halt manchmal so, ja, ne? Ja, dann ist quasi mal Mahatma Gandhi rausgekommen, dann ist mal Werner Eckhardt, Herr Röhrig und so weiter rausgekommen. Ne, immer das, was gerade man, ne, was man sich so gerade als Name überlegt hat. Ja, aber Werner Eckhardt und Herr Röhrig sind ja aus Werner. Ja. Das ist ja... Wow. Mein Kater hieß Alf. Weil der kam zu der Zeit zu uns, wo Alf gerade das erste Mal im Fernsehen lief. Und dann haben alle ihre Katze Lucky genannt. Und mein Vater dann so, ne, das will ich nicht, wir nennen unseren Kater jetzt Alf. Sehr gut. Auf dem Server kann man nicht spielen, nee. Ist nur für uns und keine so, Ahnung, wie lange es dauert, okay, die Items. Ja. Mashiro, please. Entschuldigung. 5 Minuten dann Despawn-Items. Sind wir noch nicht dran. Nee, dauert noch. Du verhungerst gleich und gleich nochmal von vorne. Ja, ich sehe es halt echt kommen, dass das passieren wird. Den gleichen Song nochmal. Ich glaube, du kannst nicht sterben auf easy mit Verhungern. Nein, er behält mindestens 5 Herzen. Genau, und die kriege ich dann weggeschossen von einem Skelett, sobald Nacht ist. Weil ich bin schon bei Block, bei Koordinate 2200. Ja. Wie langsam bewegst du dich eigentlich? Moment, schwimm ich. Achso, du schwimmst immer noch, okay. Ach stimmt, du kannst ja nicht schnell schwimmen, weil du ja keine Ausdauer mehr... Oh. Das ist vollkommen korrekt. Soll ich mal kurz auf Peace vorstellen, damit du... Dann backt aber Nein. wieder alles um. Boot. Nein, das geht gegen meine Prinzipien, mir ein Boot zu bauen. Ich okay. hab schon Boot. Ja, das liegt hinten da, wo er gestorben ist, und das habe ich ihm geschenkt. Sein anderes Boot davor hat er auch verloren. Steht da ein Crafting Table? Gestern kam der 222-Patch für Stellaris. Ich weiß gar nicht, was der 222-Patch für Stellaris gemacht hat. Pascal. Ich glaube, da steht eine Crafting Table. Kann gut sein, dass das meine ist. Ich bin auf dem richtigen Weg. Wie im Real Life kann ich sprinten. Na, ich glaube, dass unser guter Pappnase besser sprinten kann als ich. Und zwar einiges. Oder als ich. Dafür bin ich definitiv unschlagbar beim Berg hinabrollen. Einmal gestolpert, dann nehme ich Fahrt auf. Ich bin das hübscheste Mädchen im Haus. Reicht das als Live-Goal? Ja, warum nicht? Okay. 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 Das hier würde ich ganz 2500er Marke durchbrochen, Guys! Woo! Ich sehe es kommen. Kaum ist er da, zack, tot. Ich erwarte es auch so ein bisschen. Ja, im Moment sind wir zu dritt. Wieso kann niemand sagen, wie viele Leute wir sind? Das ist... Melly ist hübscher. Nee, du bist... Oh Gott! Alles gut. Ich glaube, ich benenne mich in Minecraft einfach um in Hideo Kojima. Oh shit, das ist sogar nicht ein Buggy-Ding. Explodier nicht. Oh shit, das ist ein Zweiter! Ich glaube, ich bin aktuell der Einzige, der nicht mit den Monstern überfordert ist. Ja, aber du hast ja auch schon Equipment. Ich spiele ja quasi erst... Oh Gott, das ist ein Skelett! Ich brauche deine Knochen! Gib deine Knochen! Du hast 256 Knochen, die ich brauche. Gib sie. Danke. Ja, aber es war halt eine Frage, ne? Deswegen könnten wir auch mehr sein als 3 oder weniger. Und ich finde es auch gut, dass niemand meinen Namen kennt. Das wäre jetzt noch besser, wenn ich einfach irgend so ein großer YouTuber wäre und das kennt mich keiner. Aber jeder weiß auch, dass ich mit Herr DK streame. Ich kann ja DK nicht nachmachen. Nun. Unlucky me, würde ich mal sagen. Also, ich hab den gleichen Sprachfehler wie er. ich hab die gleiche Sprachweise wie er, weil ich ihn so lange geguckt habe, dass ich mir das mittlerweile angewohnt habe. Aber sonst kann ich nichts von ihm nachmachen. Du Kopierer, du. Ja. Du musst zuerst mal dick sein. Landest vielleicht unter den Mädels so. Aber dicke Frauen mag keiner. Also doch, das war Gott. Nein, das war kein. Nein, das war kein Schäm.
Da, weißt du, was das Tolle an dieser Aussage ist? Die ist auf ewig im Internet. Das heißt, in 20 Jahren, wenn du für Tesla arbeitest, wird, oh shit, Banane, irgendjemand sagen, ah, guck mal, hier in dem Stream, ne, da hat er gesagt, dicke Mädchen mag niemand, und dann bist du gefeuert. Moin, Tyrant. Soll ich einen Death Counter Scoreboard zulegen? Oh, da wäre ich Spitzenreiter. danke.